dich hin. Du bist ja ganz heiß. Du bist ja ganz heiß, mein Schatz. Ja, schon so kurz. Ja. Und wir gehen gleich wieder unter die Bette. Gleich wieder unter die Bette. Klaus! Klaus! Klaus, komm doch schnell! Was ist denn los? Komm her, komm. Komm, leg dich ein bisschen. Komm ein bisschen. Hol mal ein Thermometer. Ja. Komm her. Ja, ich will ja sehen, ob was weht. Und komm her. Gott. Meine Güte, wo hat sie es denn wieder hingetan? Du, ich muss dir was sagen. Ich muss den Körner in Freiburg haben. Ob er einen Termin für Benjamin hat. Ich fahre mit. Du fährst nicht mit, du hast Dienst. Komm her. Ich sage ab. Nein, du hast Dienst, kommt ja gar nicht in Frage. Wenn einer eine Diagnose finden kann, dann ist es nur der Körner. Schätzlein, ja. Ist ja gleich wieder gut, mein Spätzlein. Komm. Guten Morgen. Morgen. Ist Frau Brinkmann nicht hier? Hat angerufen, kommt heute nicht. Muss mit ihrem Kind zum Arzt oder sowas. Und wer macht die Arbeit? Winterstein. Aber der schafft das heute natürlich nicht. Ja, hat sie denn gesagt, dass sie morgen wiederkommt? Nein, davon hat sie nichts gesagt. Na gut. Ja, Herr Kollege, das haben Sie mir schon am Telefon gesagt. Kein Befund also? Nein, kein Befund. Von einer leichten Störung des Mineralstoffwechsels abgesehen. Elektrolytmangel, aber den konnten wir beheben. Das ist auch der Verlauf, der uns so beunruhigt. Tagelang geht es ihm gut und er ist unternehmungslustig. Und dann plötzlich hat er Durchfall und kolikartige Bauchkrämpfe und kalten Schweiß. Ja, Sie sind sozusagen unsere letzte Hoffnung. Ohne Diagnose keine Therapie. Sie sind auch Ärztin? Ja, aber ich bin seit einem Jahr am Konstanzer Institut für Immunforschung. Interessant? Ja, sehr. Dann ist ja Vollmers Ihr Chef. Ja, kennen Sie ihn? Ja, gut sogar. Er verlangt viel, was? Na, das kann man wohl sagen. Ich komme manchmal nicht vor Mitternacht ins Bett. In Konstanz? Ja, ich habe da eine kleine Wohnung, aber... Seit der undefinierbaren Krankheit von Benjamin, da lasse ich mich öfter beurlauben. Aber wir haben jemanden, der Benjamin beaufsichtigt. Kann es ein Virus sein, den man nicht kennt? Noch nicht kennt. Ich weiß, eine Darmspiegelung ist sehr unangenehm. Und ich weiß auch nicht, ob man sie machen muss. Mach ich nicht. Nein? Nein. Ja. Wissen Sie auch keine Therapie? Ihr Sohn verkraftet Ihre Abwesenheit nicht. Das heißt, die ständige Abwesenheit würde er nach einiger Zeit wahrscheinlich sogar besser verkraften. Nicht aber dieses Hin und Her. Ich brauche Ihnen doch keinen Vortrag über psychosomatisch bedingte Krankheiten zu halten. Nein, nur... Und Sie haben sicher nicht gewusst, dass auch ein Dreijähriger davon befallen werden kann? Das ist allerdings die Ausnahme, aber auch die Seele eines Kindes kann, wenn sie mit etwas nicht fertig wird, körperlich protestieren. Es sind Notsignale. Hängen Sie Ihren Beruf an den Nagel, Frau Kollegin. Ihr Sohn braucht Sie täglich. Mehrere Stunden. Dann wird es nicht lange dauern und die Krankheitssymptome sind verschwunden. Sie entschuldigen mich. Ich muss zur Vorlesung. Ich will keine So. Und jetzt stellen wir da alles rein. Da legt die ganzen Männchen rein. Thank you.
Manchmal hatte ich auch so ein ungutes Gefühl, dass es an der Trennung liegen könnte. Hast du dir auch sowas gedacht? Ja, aber ich hab's nicht glauben wollen. Warum hast du nie was gesagt? Weißt du, ich wollte nie, dass du nach Konstanz gehst. Meinetwegen. Und jetzt möchte ich nicht, dass du vielleicht glaubst. Ich nehme Benjamin als Vorwand, dass du die Forschung wieder verlässt. Als Vorwand? Ich werde es gleich hinter mich bringen. Ich fahre nach Konstanz und bitte Vollmers, mich nur noch früher aus dem Vertrag zu entlassen. Als schon besprochen. Ja. Du scheinst von meinem schnellen Entschluss gar nicht begeistert. Vielleicht weiß ich, wie schwer dir fällt. Oder nicht? Ja, sicher. Danke, Mama. Aber noch schwerer würde es mir fallen, nicht alles für Benjamin zu tun. Und für mich. Benjamin, Frau Michaelis. Das freut mich. Ich fahre nach Konstanz. Aha. Um zu kündigen. Das freut mich auch. Tommy, und zwar Tommy, sehr. Tommy. Aussteigen. Guten Morgen, die Herren. Guten Morgen, Schwester Ina. Darf ich? Aber gerne. Ich rate Ihnen, das mal mit der Oberschwester zu machen, Herr Körtler. Die klebt Ihnen eine. Na ja, der gefällt es vielleicht nicht. Aber Ihnen schon, das sieht man Ihnen doch an. Das verwechseln Sie. Ich bin nur nachsichtig, weil Sie krank sind. Oh, so krank? Ja, nun auch wieder nicht. Hm? Ach, Unverschämtheit! Na, was ist denn los? Ach, nichts weiter. Manche bilden sich wirklich ein, Krankenschwestern sind freiwillig. Aber sowas nehmen Sie doch mit Humor. Ja, wenn einer mit dem Gegrapsche aufhört, wenn ich sauer reagiere. Ich meine, ich habe ja keine Angst vor Patienten. Aber ich habe Angst davor, dass ich mal zu heftig reagieren könnte. Ist was? Ja. Bei dir bist du an der falschen Adresse. Das meinst du? Die ziert sich nur. Das ist eine, mit der du erst 10-mal Händchen haltend durch Wälder wandern und 20-mal im Kino gewesen sein musst, bevor sie, oh ja, mein Liebster, haucht. So ein Typ gefällt mir immer wieder. Du scheinst sie aber gar nicht zu reizen. Höchstens zu einer kräftigen Ohrfeige. Was verstehst denn du von Frauen? Frauen mögen Männer, die aufs Ganze gehen. Ach ja? Ich denke, du hast eine Freundin. Mann, die ist in Nürnberg. Soll ich hier verhungern, so selten wie die kommt? Von mir aus mach doch, was du willst. Ich will nur nicht, dass du glaubst, dass diese Aufreißermasche mir imponiert. Ist mir doch egal. Hauptsache ist, dass ich diesem Kabulmäuschen imponiere. Und das tue ich. Wetten? Wo bleiben Sie denn? Entschuldigung. Kommt der Herr Professor zum Mittagessen? Nein, das Mittagessen fällt aus. Ich fahre nach Konstanz. Tschüss, Münzel. Wunschnutz. Die Mutti kommt gleich wieder, mein Süß. Und dann für immer. Oh, das war's. Mutti kommt gleich. Ja, die Mutti kommt gleich wieder. Jedenfalls vermissen Sie alle in der Bank. Ihr Nachfolger, nichts gegen ihn. Er ist sicher sehr tüchtig, aber immer so kühl.
Weißt du was? Wenn Sie morgens in den Frühstück vor der Tür reinkommen sind und... Wir bauen eine Burg. Ihr Nachfolger geht immer durch den Hintereingang und man weiß... Eine ganz schöne große Burg. Richtig ganz cool. Mit einer Fahne oben drauf. Na komm, ja, die Menschen sind Gott sei Dank nicht alle gleich. Naja. Grüßen Sie den ganzen Verein von mir und kommen Sie mal wieder vorbei und erzählen mir, was die anderen so tun. An dieses neue Leben hier so ganz allein muss ich mich erst gewöhnen. Ich komme gerne. Schön. Und dann brauchen Sie noch ein bisschen Sand. Frau Claude, würde es Ihnen etwas ausmachen, mich zum Abschied zu umarmen? Aber Herr Direktor. Es dient einem guten Zweck. Und dann brauchen wir neuen Sand. Ach du. Ist es so richtig? Nochmal. Wir brauchen Sand. Wir brauchen dringend Sand. Na, Jerry, mein Kleiner, wie geht's dir? Jerry, komm her! Der begrüßt mich doch nur, das tut er doch jeden Tag. Komm her! Was ist Carsten? Schlecht gelaunt? Nein, ich sprühe vor Lebensfreude. So, unsere Burg braucht natürlich auch einen Graben. Das machen wir. Also mit feuchtem Sand ging das viel besser. Wir haben keinen Gutachter eingeladen, nicht wahr, Benjamin? Ich hole mal ein bisschen Wasser. Wir haben auch keinen Wasserholer eingeladen. Wir wollen hier in Ruhe spielen. Endlich kapiert? Ja, ja, kapiert. Aber wie wäre es denn, wenn wir uns mal aussprechen würden? Wir beide? Worüber denn? Herr Pohl, dürfte ich Sie jetzt dringendst ersuchen, das Grundstück von Herrn Professor Brinkmann zu verlassen? Wenn wir uns mal aussprechen würden, so ein Schicolo, so ein Heimtückischer. Womöglich erwartet er sogar noch, dass ich eifersüchtig bin. Da kann er lange warten. Da kann er warten, bis er schwarz wird. Männer. Männer. Fishing-Info. Hier ist Delta Echo Foxtrot Charlie Golf. 3 Meilen östlich des Platzes. Bitte Landeinformation. Delta Charlie Golf, Landebahn 36. Melden Sie Gegenanflug. Delta Charlie Golf, Gegenanflug 36. Grüß dich. Grüß dich. Ist aber nett, dass du dich auch wieder mal blicken lässt. Für wie lange willst du diesmal unbezahlten Urlaub? Ich möchte gar keinen Urlaub. Ich möchte zum nächstmöglichen Termin kündigen. Das kommt mir sehr entgegen. Ja? Ja. Tu lieber gar nicht das halb. Du kennst ja unser Programm und für gelegentliche Aushilfe haben wir Hospitanten. Du hast dich über mich geärgert. Nein. Das heißt doch. Stürzt mich hier in einen Loyalitätskonflikt. Und für allzu große Nachsicht steht mir der Job im Weg. Du bist zwar eine hervorragende Kraft, aber nicht unersetzlich. Ja, dann sind wir uns also einig. Ich kann gehen. Ja, du kannst gehen. Es gibt da einen Mann, Berghahn heißt er. Den könntest du ein bisschen einarbeiten. Natürlich.
Wir bleiben Freunde. Natürlich. Also, pass auf. Ba-ba-ba-bap. Das wird mein Schlafzimmer. Das wird mein Arbeitszimmer. Meine Abstellkammer. Das wird unsere Küche. Dein Schlafzimmer. Das wird dein Arbeitszimmer. Und da ist unser Bad. Na, was sagst du? Du bist der Zeit, die ich brauche, immer wieder weit voraus. Ach, was Träume sind die Wirklichkeit von morgen. Was willst du denn? Bin ich zu ungeduldig? Bitte fahr mich nach Hause. Karin, ich wollte doch nur sagen, du kannst kommen, wenn du es für richtig hältst. Otto, komm! Mir bitte sagen, womit ich dich gekränkt habe. Also gut, ich sag's dir. Träume sind die Wirklichkeit von morgen. Mit diesem hinreißenden, idiotischen Spruch, der wahrscheinlich nicht einmal von dir ist, hast du schon versucht, vor 12 Jahren mich rumzukriegen. Leider ist es dir gelungen. Du hast nur vergessen, dass die Wirklichkeit, die diesen Träumen folgte, für mich total verletzend war. Ich war ja nur noch traurig. Jahrelang. Und jetzt kommst du und sagst wieder, Träume sind die Wirklichkeit von morgen. Du hättest dir wenigstens einen neuen Satz ausdenken können, wenn du willst, dass ich alles vergesse und dir wieder vertraue. Entschuldige. Ich habe nicht gewusst, dass ich das damals gesagt habe. Ich will dich doch nicht rumkriegen. Du sollst mir auch nicht blind vertrauen. Aber verzeihen musst du mir, sonst geht's nicht. Du musst mir erlauben, in deiner Nähe zu sein. Wir haben noch Zeit. Ich sag doch nicht, schnapp deine Möbel und komm zu mir. Ich sage, in meinem Haus ist Platz für dich. Wenn du mir vertraust, komm. Also gut. Aber jetzt möchte ich doch allein sein. Ich gehe zu Fuß nach Hause. Komm, Otto. Otto, komm. Also, wir sehen uns dann übermorgen. Ja, ich hol vom Institut ab. Gut. Sag mal, kannst du Fußball spielen? Oh, natürlich kann ich das. Weltklasse. Mal sehen, ob das stimmt. Mal gucken, ob ich das noch kann. Mensch, kann jeder Zweitligaspiele besser. Ach, du hast recht, man müsste mehr trainieren. Macht's gut, ihr Lümmel. Ab. So, und jetzt ab mit euch beiden unter die Dusche. Papa kommt jeden Moment nach Hause. Ja, ja, gleich. Mach's gut. Tschüss, mein Liebes. Tschüss. Alles klar? Alles bestens. Und selber? Naja, der Stress. Aber zufrieden bis natürlich. Ich sehne mich auch nach der 35-Stunden-Woche. Also bis dann. Also Servus.
Mein Koffer. Ich habe meinen Koffer vergessen. Oh, gut, dass du es noch gemerkt hast, ne? Ja, vielleicht ein bisschen zu früh. Was? So, ich bin ein bisschen durcheinander. Bis übermorgen. Ich hab's eilig. Wo steckst du denn? Ja, gleich. Sagen Sie mal, sind Sie blind? Ich hoffe nicht. Tut mir leid, es ist meine Schuld. Selbstverständlich komme ich für den Schaden auf. Übrigens ist das der Ärzteparkplatz. Für Patienten ist der da drüben. Ach ja? Wenn Sie die Güte hätten, darüber zu fahren. Ist das so komisch? Zu wem wollen Sie überhaupt? Zu Professor Schernick. Der hat jetzt keine Sprechstunde. Ich will auch nicht zur Sprechstunde. Ich trete meinen Dienst an. Sie sind aber nicht zufällig der neue Oberarzt. Doch. In der Chirurgie? In der Chirurgie. Ach du lieber Gott. Da bin ich ja gleich voll ins Fettnäpfchen getreten. Ich bin Dr. Dietle. Freut mich. Zweiter Assistenzarzt. Es tut mir leid, dass ich... Der Wagen ist neu und ich wusste ja nicht. Dass ich der neue Oberarzt bin, klar. Entschuldigen Sie, dass ich lachen musste, aber die Situation erinnert mich ein bisschen an meinen Vater. Er kam damals als zukünftiger Chefarzt der Schwarzwaldklinik mit einem gequetschten Daumen in die Unfallchirurgie. Keiner kannte ihn. Und als er bei der Behandlung etwas zusammenzuckte, da fauchte ihn der Assistenzarzt an. Stellen Sie sich nicht so an, Sie sind hier nicht der einzige Patient. Können Sie diesen Jammerkasten vielleicht ein bisschen leiser stellen? Ich kann dich nicht verstehen. Das ist kein Wunder, die Musik ist zu laut. Benjamin wird gestört. Ach, Carstar, ich glaube, dass Benjamin hauptsächlich durch deinen Rasenmäher gestört wird. Aber darf ich dich mit Frau Claude bekannt machen? Nein, ich will keine Bekanntschaften. Ich will nur, dass hier Ruhe herrscht. Dann stell deinen Rasenmäher ab. Rasenmähen ist Arbeit. Das muss sein. Ach so. Und Musik darf nicht sein, oder was? Du sag mal, mit der großen Freundschaft zwischen Frau Michaelis und unseren Nachbarn ist es wohl vorbei, was? Tja, naja, sie schützt sich vor sich selbst. Lieber einsam sein, als noch mal enttäuscht, sagt sie sich. Naja, vielleicht will Pol nicht allein sein. Ich kann das verstehen. Ah ja? Ja, na, wer will schon gern allein sein, nicht? Ach, ist das eine Anspielung auf meine Zeit in Konstanz? Och, du bist ja jetzt hier. Ja, jetzt, aber wenn ich nicht gekündigt hätte, hätte es dann was werden können zwischen der Plessers und dir? Sie hat jetzt Sander. Bevor Sander kam. Tja, wie soll ich das wissen? Ein Mann braucht doch eine Frau, nicht? Ihre Nähe, ihre Wärme. Sonst kann er ja gleich ins Kloster gehen, oder? Naja, dann ist ja Benjamins Erkrankung noch gerade rechtzeitig gekommen, nicht? Ja, vielleicht. Ach, sonst hättest du mich verlassen. Ja, wie kann man jemanden verlassen, der nie da ist? Von flüchtigen Besuchen bei schlechtem Gewissen abgesehen, nicht? Tja. Na, da haben wir wohl Glück gehabt. Ja. Ja, alle haben wir Glück gehabt. Natürlich alle. Kollegin Plessers, die jetzt wieder mit ihrem geschiedenen Mann zusammen ist, hat Glück gehabt. Und Therese mit Gessen hat besonders großes Glück gehabt. Und das größte Glück hat natürlich dein geliebter Vollmers,
mit unserem ehemaligen Kindermädchen gehabt. Großes Glück gehabt. Sag mal, ist Angie gekommen? Ja, die ist schon da. Die streift mit Udo umher. Na, wie schön. Na, ich bin in der 34. Was ist denn hier los? Ich habe sie nur geweckt, weil ich Schmerzen an meiner Operationswunde hatte. Da schlägt sie plötzlich wie irre auf mich ein. Verziehen Sie sich in Ihr Bett, sonst knallt's gleich nochmal. Körperverletzung im Krankenhaus. Das haben wir gern. Dafür wird sich vielleicht auch die Ärztekammer interessieren. An Ihrer Stelle würde ich jetzt verschwinden, und zwar ein bisschen plötzlich. Angedatscht mit seinen Pfoten. Ja, ich hab's ja gesehen. Na Gott sei Dank. Dann habe ich wenigstens einen Zeugen. Von wegen, er hatte Schmerzen. Das war die einzig richtige Antwort. Ja, bist du sicher, dass es richtig war, dass ich ihm eine geknallt habe? Klar, der einzig richtige Reflex. Vielleicht merkt er sich jetzt für die Zukunft. Endlich. So. Wie war dein erster Tag in der Klinik? Normal. Schulterbruch, Bänderriss, haben wir gleich operiert. Und bei dir was Neues? Nee. Das heißt doch. Du willst es mir nicht sagen, ne? Du, warum nicht? Ich bin neulich dazugekommen, wie die Carola den Brahmen umarmt hat. So richtig herzlich. Hart an der Grenze. Weißt du, was ich meine? Er kam gerade von einer Reise zurück. Sie haben mich beide nicht gesehen. Warum hast du sie nicht einfach gefragt, was das zu bedeuten hat? Du, ich will mich doch nicht lächerlich machen. Mir gegenüber ist sie völlig unverändert. Andererseits, die Frau Brahm ist auch weg. Zur Kur. Und jetzt nimmt er sie mit auf seine Urlaubsreise. Seine Frau? Nein, Carola. Weil die Kinder mitfahren. Eine Woche Korsika. Weiß nicht, was ich davon halten soll. Man kann das so oder so auslegen. Sie fährt das Kindermädchen mit oder als Geliebte oder als beides. Manchmal frage ich mich, ob das nicht schon länger dauert. Ja, und dass die Frau Brahm jetzt dahinter gekommen ist und deswegen nicht mitfährt. Hast du denn Geduld? Ich glaube schon. Ganz einfach.
Du meldest dich nicht bei ihr, wenn sie zurückkommt. Und wenn sie dich nicht innerhalb von 24 Stunden genauso innig umarmt, wie sie Herrn Brahm umarmt hat, dann weißt du, dass du abgemeldet bist. Das ist ein guter Vorschlag. Danke. Ach komm, lass mal das Thema. Ich bringe ein bisschen Tee auf. Sehen Sie doch! Was ist mit dem Piloten? Nennen Sie mir tot als lebendig abtransportiert. Und wohin? Es gibt nur zwei Krankenhäuser in die Gegend. Schwester Elke? Blessers hier. Hallo, Schwester Elke. Hatten wir in der letzten halben Stunde einen Notfall? Ja, ein akuter Blinddarm. Kein Unfall? Nein. Was ist denn los, Frau Doktor? Sie sind so aufgeregt. Sind Sie ganz sicher? Kein Unfall? Nein. Aber in der Chirurgie von Rothenweiler ist ein Unfall eingeliefert worden. Ich weiß das, weil ich eben mit Udo telefoniert habe und der hat plötzlich gesagt, er muss auflegen, weil sie einen abgestürzten Sportpiloten reinkriegen. Komm, mach dich mal eine So, die Frau Nühle? Ja, okay. Bereiten Sie eine Lavage vor. Ich glaube, der Mann blutet in den Bauch. Zieh mal den Mann direkt zurück. Ich zieh ihn zurück. Ich hänge ihn. Ja? Komm! Schwester! Ja, bitte? Blessers ist mein Name. Ich bin Ärztin an der Schwarzwaldklinik. Was ist mit dem Piloten? Sein Zustand soll ernst sein. Meine Herren, Blutdruck ist niedrig. HB-Wert habe ich 6,1. Ich schenke noch eine Blutkonserve. Super. Schwere. Haken. Ich schenke noch eine. Saugen, mehr saugen. Tupfer. Tupfer. Klemmen, mehr saugen, ich sehe nichts. Positiv. Mehr saugen. Bis oben hatten Sie einen Druck? Niedrig. Und Puls? Lauf. Mensch, so sehe ich doch nichts. Gib mir ein Tuch rüber. Lass es laufen. Lass es laufen jetzt. So, ich finde die Flasche anzusetzen. Ich bin gesund. So. Mach mal drüber eine Klinge. Eine lange Klinge. Entschuldigung. Danke. Blutdruck kommt wieder. Sag ich doch. So. Noch ein bisschen an hier. Ja, das ist gut so. Und saugen. Noch einen zweiten Sauger rüber. Was machst du denn da?
nicht wahr sein. Können Sie mir was über den Piloten sagen, Doc? Ja, es war knapp, aber wir haben ihn durchgebracht. Gott sei Dank. Tschüss. Ich hätte mich natürlich längst gemeldet oder wenigstens angerufen, aber du hast ja gesagt, du brauchst viel Zeit. Sehr viel Zeit. Ja, ich weiß. Ich fahre jetzt zu dir. Ich warte auf dich. Wenn du hier fertig bist und mich sehen möchtest, dann... Oh, was für eine Frage. Hast du gedacht, ich... Ich habe geglaubt, ich habe dich für immer verloren. Und jetzt? Jetzt lasse ich dich nie mehr los. Gleich in den OP? Nein, in den Notaufnahmen. Borstorff soll kommen. Mischa? Nein, bleib du auf der Station. Herr Kross, was ist denn? Ist Ihnen schlecht? Ja, wohl wieder mal der Kreislauf. Mischa, Engel soll kommen. Ja. Dr. Engel, kannst du mal schnell kommen? Jetzt geht's nicht, das siehst du doch. Engel kann ich, Andrea, komm! Schnell! Vorsicht. Eins, zwei, drei. Gut, ab. Ins Untersuchungszimmer. Geh nach vorne. Ich gebe ihm eine blutdrucksteigernde Spritze. Keiner, wenn du intravenös spritzt. Kreislaufdepression. Ich habe ihm eine Ampulle Terpanol gegeben. Ist in Ordnung. Ich bin wohl umgekippt, was? Ja, es wird Ihnen gleich wieder besser gehen. Dem geht's doch gut. Und deshalb holt er mich aus dem Bett? Nein, ein Schwerverletzter in der Notaufnahme. Gut, gehen wir rüber. Warum gaffen Sie denn so? Das können Sie sich jetzt nicht mehr leisten. An Ihrer Stelle wäre ich sehr nett zu mir.
Schätzelein, ja, da bin ich doch. Komm, komm, leg dich hin. Du bist ja ganz heiß. Du bist ja ganz heiß, mein Schatz. Ja, schon so. Komm, wir gehen gleich wieder unter die Bette. Gleich wieder unter die Bette. Klaus! Klaus! Klaus, komm doch schnell! Was ist denn los? Komm her, komm. Komm, leg dich ein bisschen. Komm ein bisschen hinlegen. Hol mein Thermometer. Ja. Komm her. Ja, ich will ja sehen, ob was wehtut. Komm her. Oh Gott. Meine Güte, wo hat sie es denn wieder hingetan? Du, ich muss dir was sagen. Ich muss den Körner in Freiburg haben. Ob er einen Termin für Benjamin hat. Ich fahre mit. Du fährst nicht mit, du hast Dienst. Komm her. Ich sage ab. Nein, du hast Dienst, kommt ja gar nicht in Frage. Wenn einer eine Diagnose finden kann, dann ist es nur der Körner. Schätzlein, ja. Ist ja gleich wieder gut, mein Spätzlein, komm. Guten Morgen. Morgen. Ist Frau Brinkmann nicht hier? Hat angerufen, kommt heute nicht. Muss mit ihrem Kind zum Arzt oder sowas. Und wer macht die Arbeit? Winterstein. Aber der schafft das heute natürlich nicht. Ja, hat sie denn gesagt, dass sie morgen wiederkommt? Nein, davon hat sie nichts gesagt. Na gut. Ja, Herr Kollege, das haben Sie mir schon am Telefon gesagt. Kein Befund also? Nein, kein Befund. Von einer leichten Störung des Mineralstoffwechsels abgesehen. Elektrolytmangel, aber den konnten wir beheben. Das ist auch der Verlauf, der uns so beunruhigt. Tagelang geht es ihm gut und er ist unternehmungslustig. Und dann plötzlich hat er Durchfall und kolikartige Bauchkrämpfe und kalten Schweiß. Ja, Sie sind sozusagen unsere letzte Hoffnung. Ohne Diagnose keine Therapie. Sie sind auch Ärztin? Ja, aber ich bin seit einem Jahr am Konstanzer Institut für Immunforschung. Interessant? Ja, sehr. Dann ist ja Vollmers Ihr Chef. Ja, kennen Sie ihn? Ja, gut sogar. Er verlangt viel, was? Das kann man wohl sagen. Identitätskonflikt. Und für allzu große Nachsicht steht mir der Job im Weg. Du bist zwar eine hervorragende Kraft, aber nicht unersetzlich. Ja, dann sind wir uns also einig. Ich kann gehen. Ja, du kannst gehen. Es gibt da einen Mann, Berghahn heißt er. Den könntest du ein bisschen einarbeiten. Natürlich. Wir bleiben Freunde. Natürlich. Also, pass auf. Das wird mein Schlafzimmer. Das wird mein Arbeitszimmer. Meine Abstellkammer. Das wird unsere Küche. Dein Schlafzimmer. Das wird dein Arbeitszimmer und da ist unser Bad. Na, was sagst du? Du bist der Zeit, die ich brauche, mal wieder weit voraus. Ach, was. Träume sind die Wirklichkeit von morgen. Was willst du denn? Bin ich zu ungeduldig? Bitte fahr mich nach Hause. Karin, ich wollte doch nur sagen, du kannst kommen, wenn du es für richtig hältst. Otto, komm. Kannst du mir bitte sagen, womit ich dich gekränkt habe? Also gut, ich sag's dir. Träume sind die Wirklichkeit von morgen. Mit diesem hinreißenden, idiotischen Spruch, der wahrscheinlich nicht einmal von dir ist, hast du schon versucht, vor 12 Jahren mich rumzukriegen. Leider ist es dir gelungen. Du hast nur vergessen, dass die Wirklichkeit, die diesen Träumen folgte, für mich total verletzend war.
Ich war ja nur noch traurig. Jahrelang. Und jetzt kommst du. Und sagst wieder, Träume sind die Wirklichkeit von morgen. Du hättest dir wenigstens einen neuen Satz ausdenken können, wenn du willst, dass ich alles vergesse und dir wieder vertraue. Entschuldige. Ich habe nicht gewusst, dass ich das damals gesagt habe. Ich will dich doch nicht rumkriegen. Du sollst mir auch nicht blind vertrauen. Aber verzeihen musst du mir, sonst geht's nicht. Und du musst mir erlauben, in deiner Nähe zu sein. Wir haben noch Zeit. Ich sag doch nicht, schnapp deine Möbel und komm zu mir. Ich sage, in meinem Haus ist Platz für dich. Wenn du mir vertraust, komm. Also gut. Aber jetzt möchte ich doch allein sein. Ich gehe zu Fuß nach Hause. Komm, Otto. Otto, komm. Also, wir sehen uns dann übermorgen. Ja, ich hole vom Institut ab. Gut. Sag mal, kannst du Fußball spielen? Ja, natürlich kann ich das. Weltklasse. Ich komme manchmal nicht vor Mitternacht ins Bett. In Konstanz? Ja, ich habe deine kleine Wohnung, aber seit der undefinierbaren Krankheit von Benjamin, da lasse ich mich öfter beurlauben. Aber wir haben jemanden, der Benjamin beaufsichtigt. Kann es ein Virus sein, den man nicht kennt? Noch nicht kennt. Ich weiß, eine Darmspiegelung ist dir unangenehm. Und ich weiß auch nicht, ob man sie machen muss. Mach ich nicht. Nein? Nein. Ja. Wissen Sie auch keine Therapie? Ihr Sohn verkraftet Ihre Abwesenheit nicht. Das heißt, die ständige Abwesenheit würde er nach einiger Zeit wahrscheinlich sogar besser verkraften. Nicht aber dieses Hin und Her. Ich brauche Ihnen doch keinen Vortrag über psychosomatisch bedingte Krankheiten zu halten. Nein, nur... Und Sie haben sicher nicht gewusst, dass auch ein Dreijähriger davon befallen werden kann? Das ist allerdings die Ausnahme, aber auch die Seele eines Kindes kann, wenn sie mit etwas nicht fertig wird, körperlich protestieren. Es sind Notsignale. Hängen Sie Ihren Beruf an den Nagel, Frau Kollegin. Ihr Sohn braucht sie täglich. Mehrere Stunden. Dann wird es nicht lange dauern und die Krankheitssymptome sind verschwunden. Sie entschuldigen mich. Ich muss zur Vorlesung. Ich keine So. Und jetzt stellen wir da alles. Da legt die ganzen Männchen rein. Manchmal hatte ich auch so ein ungutes Gefühl, dass es an der Trennung liegen könnte. Hast du dir auch sowas gedacht? Ja, aber ich hab's nicht glauben wollen. Warum hast du nie was gesagt? Weißt du, ich wollte nie, dass du nach Konstanz gehst. Meinetwegen. Und jetzt möchte ich nicht, dass du vielleicht glaubst. Ich nehme Benjamin als Vorwand, dass du die Forschung wieder verlässt. Als Vorwand? Ich werde es gleich hinter mich bringen. Ich fahre nach Konstanz und bitte Formes, mich nur noch früher aus dem Vertrag zu entlassen, als schon besprochen. Ja. Du
scheinst von meinem schnellen Entschluss gar nicht begeistert. Vielleicht weiß ich, wie schwer dir fällt. Oder nicht? Ja, sicher. Danke, Mama. Aber noch schwerer würde es mir fallen, nicht alles für Benjamin zu tun. Und für mich. Benjamin, Frau Michaelis. Das freut mich. Fahr nach Konstanz. Aha. Um zu kündigen. Das freut mich auch. Tommy, und zwar Tommy, sehr. Tommy. Aussteigen. Guten Morgen, die Herren. Morgen, Schwester Ina. Darf ich? Ja, gerne. Ich rate Ihnen, das mal mit der Oberschwester zu machen, Herr Körtler. Die klebt Ihnen eine. Na ja, der gefällt es vielleicht nicht. Aber Ihnen schon, das sieht man Ihnen doch an. Das verwechseln Sie. Ich bin nur nachsichtig, weil Sie krank sind. Oh, so krank? Ja, nun auch wieder nicht. Hm? Na, Unverschämtheit! Na, was ist denn los? Ach, nichts weiter. Manche bilden sich wirklich ein, Krankenschwestern sind freiwillig. Aber sowas nehmen Sie doch mit Humor. Ja, wenn einer mit dem Gegrapsche aufhört, wenn ich sauer reagiere. Ich meine, ich habe ja keine Angst vor Patienten. Aber ich habe Angst davor, dass ich mal zu heftig reagieren könnte. Ist was? Ja. Bei dir bist du an der falschen Adresse. Das meinst du? Die ziert sich nur. Das ist eine, mit der du erst 10-mal Händchen haltend durch Wälder wandern und 20-mal im Kino gewesen sein musst, bevor sie, oh ja, mein Liebster, haucht. So ein Typ gefällt mir immer wieder. Du scheinst sie aber gar nicht zu reizen. Höchstens zu einer kräftigen Ohrfeige. Was verstehst denn du von Frauen? Frauen mögen Männer, die aufs Ganze gehen. Ach ja? Ich denke, du hast eine Freundin. Mann, die ist in Nürnberg. Soll ich hier verhungern, so selten wie die kommt? Ach, von mir aus mach doch, was du willst. Ich will nur nicht, dass du glaubst, dass diese Aufreißermasche mir imponiert. Ist mir doch egal. Hauptsache ist, dass ich diesem Kabulmäuschen imponiere. Und das tue ich. Wetten? Bleiben Sie denn? Entschuldigung. Kommt der Herr Professor zum Mittagessen? Nein, das Mittagessen fällt aus. Ich fahre nach Konstanz. Tschüss, Mönchel. Wunschnutz. Die Mutti kommt gleich wieder, meint sie. Und dann für immer. Ha? Oh, das war's. Die Mutti kommt gleich. Ja, die Mutti kommt gleich wieder. Jedenfalls vermissen Sie alle in der Bank. Ihr Nachfolger, nichts gegen ihn. Er ist sicher sehr tüchtig, aber immer so kühl. Weißt du was? Wenn Sie morgens in der Früh durch die Vordertür reinkommen sind und... Wir bauen eine Burg. Ihr Nachfolger geht immer durch den Hintereingang und man weiß... Eine ganz schöne große Burg. Ja, richtig ganz gut. Mit einer Fahne obendrauf. Na komm, komm. Ja, die Menschen sind Gott sei Dank nicht alle gleich. Naja. Grüßen Sie den ganzen Verein von mir und kommen Sie mal wieder vorbei und erzählen. An dieses neue Leben hier so ganz allein muss ich mich erst gewöhnen. Ich komme gern. Schön. Und dann brauchen Sie noch ein bisschen Sand. Frau Claude, würde es Ihnen etwas ausmachen, mich zum Abschied zu umarmen? Aber direkt. Es dient einem guten Zweck. Und dann brauchen Sie noch neuen Sand. Ach du.
Ist es so richtig? Nochmal. Wir brauchen Sand. Wir brauchen dringend Sand. Mein Kleiner, wie geht's dir? Jerry, komm her! Der begrüßt mich doch nur, das tut er doch jeden Tag. Komm her! Was ist Carstar? Schlecht gelaunt? Nein, ich sprühe vor Lebensfreude. So. Unsere Burg braucht natürlich auch einen Graben. Das machen wir. Also mit feuchtem Sand ging das viel besser. Wir haben keinen Gutachter eingeladen, nicht wahr, Benjamin? Ich hole mal ein bisschen Wasser. Wir haben auch keinen Wasserholer eingeladen. Wir wollen hier in Ruhe spielen. Endlich kapiert? Ja, ja, kapiert. Aber wie wäre es denn, wenn wir uns mal aussprechen würden? Wir beide? Worüber denn? Herr Pohl, dürfte ich Sie jetzt dringendst ersuchen, das Grundstück von Herrn Professor Brinkmann zu verlassen? Wenn wir uns mal aussprechen würden, so ein Schicolo, so ein Heimtückischer. Womöglich erwartet er sogar noch, dass ich eifersüchtig bin. Da kann er lange warten. Da kann er warten, bis er schwarz wird. Männer. Männer. Pfui, Teufel. Flashing-Info. Hier ist Delta Echo Foxtrot Charlie Golf. 3 Meilen östlich des Platzes. Bitte Landeinformation. Delta Charlie Golf, Landebahn 36, melden Sie Gegenanflug. Delta Charlie Golf, Gegenanflug 36. Grüß dich. Ist aber nett, dass du dich auch wieder mal blicken lässt. Für wie lange willst du diesmal unbezahlten Urlaub? Ich möchte gar keinen Urlaub. Ich möchte zum nächstmöglichen Termin kündigen. Das kommt mir sehr entgegen. Ja? Ja. Du lieber gar nicht deshalb. Du kennst ja unser Programm und für gelegentliche Aushilfe haben wir Hospitanten. Du hast dich über mich geärgert. Nein. Das heißt doch. Stürzt mich hier in einen Lawyer.